Halleluja, Halleluja, so spricht der Herr. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Halleluja. Der Herr sei mit euch. Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere als diese vollbringen. Denn ich gehe zum Vater. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Gott sei dir, Christus. Liebe Gemeinde, dieses Evangelium des Johannes ist geschrieben zum Trost der Gemeinde. Das vierte Evangelium ist sehr anders im Aufbau, in den Themen, als die drei synoptischen Evangelien. Sehr anders, dass es fast verwunderlich ist, dass es in die kanonischen Bücher des Neuen Testamentes aufgenommen wurde. In den synoptischen Evangelien ist das wichtigste Thema das Reich Gottes. Jesus von Nazareth verkündet das Kommen und die Ankunft des Reiches Gottes. Diese Reichsgottespredigt kommt im Johannesevangelium praktisch nicht vor. Anstelle dessen die Selbstauslegung Jesu in den Ich Bin Wörtern. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der gute Hirt. Das Johannesevangelium sagt, dass das Reich Gottes in diesem Jesus von Nazareth da ist und verwirklicht ist. Und es erzählt die Lebensgeschichte des menschgewordenen Sohnes Gottes aus der Perspektive und dem Licht des erhöhten Herrn. Der Herr des
Johannesevangeliums ist der erhöhte Herr. Auch gerade in der Passionsgeschichte erscheint das Leiden des Herrn in dieser Hoheit. Das ist das eine. Und damit ist mit diesem Ich bin der Hirt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Damit wird gesagt, dass dieser menschgewordene Sohn Gottes Gott selbst ist. Der Gott, der bei uns ist, der für uns etwas tut. Das wird besonders weit ausgeführt in den Kapiteln vor der Passion. Sie wissen, dass es im Johannesevangelium keine Abendmahlsfeier gibt, sondern anstelle dessen die Fußwaschung, die Abschiedsreden und das hohepriesterliche Gebet des Herrn. Alles für die Gemeinde, für die Jünger. Also ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr das auch tut. Die Abschiedsreden sind eine einzige Trostrede und das hohepriesterliche Gebet ist noch einmal die Steigerung dessen. In der Lesung vom guten Hirten vorige Woche, da kommt das Wort, ich und der Vater sind eins. Und das ist ganz deutlich die Intention und das Ziel der Lesung heute. Und also wie öfter in den nachösterlichen Geschichten, müssen die Jünger herhalten, geradezu als pädagogisches Objekt, jetzt begreif's doch endlich. Jesus sagte zu ihm, so lange bin ich bei euch und du hast mich immer noch nicht erkannt, Philippus. Also jetzt begreift es doch endlich. Ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater. Liebe Gemeinde, darüber können wir gar nicht lange genug nachdenken. Die Theologie hat mehrere Jahrhunderte gebraucht, sich den Kopf zu brauchen, die besten lateinischen, griechischen Theologen, um die Trinitätstheologie zu formulieren. Wie das sein kann, dass Gott nicht einfach Gott ist, sondern auf diese dreifache Weise, Vater, Sohn und Heiliger Geist, existiert. Das Johannesevangelium hat diese trinitarische Theologie völlig ausgebreitet und wir sind keinen Schritt weiter. Wer mich sieht, sieht das, was Gott ist. Es ist ja auch das Johannesevangelium, was sagt, niemand hat Gott gesehen, den Unsichtbaren, außer dem Sohn. Und ich glaube, da ist die große Schwierigkeit heute. Fragen Sie doch mal Leute, die sagen, dass sie Atheisten sind, dass sie nichts glauben, warum sie nichts glauben. Dann werden sie vermutlich immer hören, wenn es nicht gerade gedankenlose Leute sind. Ja, ich kann mir das nicht vorstellen. Also die altmodischen, traditionellen Gottesvorstellungen, die sind natürlich, das funktioniert nicht mehr. Ja. Wenn Sie auch nur einen Monat lang jeden Abend also wissenschaftliche Literatur zum Zweiten Weltkrieg lesen, sich anschauen, was Stalin, Hitler in Europa getrieben haben, dann verlieren sie den Glauben an einen lieben Gott. Historisch ist das der 1. November 1755, das Erdbeben in Lissabon, wo in Europa viele Leute diesen traditionellen Glauben an Gott und seine Vorsehung verloren haben.
von dem gütigen Vater bleibt nicht viel übrig, wenn Sie sich den Zustand, in dem unsere Welt ist, anschauen. Da kommen Sie auch mit keiner Theodizee und so weiter weiter. Der philosophische Beweis ja, diese Welt existiert nicht aus sich, sie muss eine Ursache haben, diese Ursache ist Gott, der ist ja völlig abstrakt. So. Der bewegt die meisten Menschen, selbst wenn sie es einsehen, zu nichts. Halten wir uns an das Beispiel Jesu, warum diese Offenbarungsgeschichte so wichtig ist. Philippos, begreife es doch endlich. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und der Vater will, dass ich jetzt hinausgehe in die Nacht und leide und sterbe für euch Menschen. Ohne dieses Beispiel und das Leben Jesu, glaube ich, kann man die wirklichen Geheimnisse der Theologie nicht auflösen. Das bleibt verrätselt. Und dann legen wir es beiseite. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und ich gehe jetzt, um euch einen Platz zu bereiten. Und dann komme ich wieder und hole euch dahin, damit ihr da seid, wo ich bin. Das ist ein anderes zentrales Thema des Johannesevangeliums, die Einheit von Vater, Sohn und Gemeinde. Gott will, dass seine Gemeinde bei ihm ist. Die himmlischen Wohnungen, darüber sollten wir, die uns der Sohn Gottes bereitet hat, darüber sollten wir in dieser Zeit der Bedrängnis und der Not und bei Aussichten einer Zukunft, die ziemlich dunkel ist, nachdenken und uns darauf besinnen, dass die Bestimmung unseres Lebens diese himmlischen Wohnungen sind. Herr und Gott, erhebe unser Gebet zu dir und nimm unsere Gaben an. Reinige uns durch deine Gnade, damit wir fähig werden, das Sakrament deiner großen Liebe zu empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diese Tage aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen.
Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Heiligkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Tarcisius und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
weil der Sohn Gottes unser menschliches Leben geteilt hat. Darum sind wir Menschen Kinder Gottes. So dürfen wir voll Vertrauen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Herr hat zu seinen Jüngern gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Darum bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Seht das Brot des Lebens, das wahre Osterlamm. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns durch die Auferstehung Christi neu geschaffen für das ewige Leben. Erfülle uns mit der Kraft dieser heilbringenden Speise, damit das österliche Geheimnis in uns reiche Frucht bringt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Liebe Gemeinde, der Monat Mai ist der Marienmonat. Wir wollen zum Schluss dieses Gottesdienstes mit dem Marienlied die Millionen Kinder, die hungern, dem Schutzmantel der Mutter Gottes empfehlen. Der Herr sei mit euch. Es segne uns und unsere Gemeinde der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Gott für uns, so wird's geschehen.